Mir wurde gerade ein Artikel zugesendet, der einfach nur komplett verrückt ist. Und zwar haben sie jetzt Virtual Reality Brillen, also virtuelle Realitätsbrillen, für Kühe erfunden, damit Kühen auf diesen Brillen dann eine Wiese vorgegaukelt wird. Und die Kühe sollen dadurch glücklicher sein, wovon ich definitiv ausgehe, weil das ihre natürliche Umgebung ist. Und genauso wie wir, wenn wir auf einen Baum gucken oder auf eine Wiese gucken oder auf Wasser gucken, was irgendwie plätschert oder so, auch happy sind, sind Kühe halt happy, wenn die auf einer grünen Wiese stehen. Und die Bauern versprechen sich davon, dass die Kühe dann mehr Milch geben. Einerseits musste ich bei dem Artikel richtig lachen, weil ich dachte, so ist einfach nur verrückt, was sich der Mensch so ausdenkt. Und andererseits macht es mich aber richtig wütend, weil es dem Menschen, der das erfunden hat, ja nicht darum geht, dass die Kuh sich maximal wohlfühlt, sondern dass die Kuh maximal ausgenutzt werden kann. Und ich habe keine Ahnung, was meine Nachbarn da gerade treiben. Ich verstehe es nicht. Also für alle von euch, die es noch nicht wissen, Kühe geben nicht freiwillig Milch. Kühe sind Säugetiere und Kühe geben nur dann Milch, wenn sie ein Baby bekommen haben, wenn sie Nachwuchs bekommen haben. Denn die Milch ist genauso wie bei allen anderen Säugetieren auch, Hunden, Katzen, Nashörnern sind, glaube ich, auch Säugetiere, ja, ganz bestimmt. Bei all diesen Tieren ist die Milch dafür da, den Nachwuchs zu nähren und nicht dafür da, von einer anderen Tierart geklaut zu werden und daraus dann irgendwelche Produkte zu machen. Also ich meine, wir gehen ja jetzt auch nicht hin und halten uns einen Hund in der Wohnung, was übrigens sehr regional und nachhaltig wäre und vor allen Dingen auch super tiergerecht, weil der Hund wird ja auch ständig gestreichelt und so, und schwängern diesen Hund und dieser Hund bekommt kleine Hundebabys, wir nehmen dem die Hundebabys weg und die männlichen davon gehen in die Hundefleischzucht, die werden richtig angefüttert und dann wird der Hund so dann geschlachtet, weil, ne, das ist ja schönes, zartes Fleisch, was man da bekommt. Und die weiblichen Hundebabys, die werden dann auch zu Milchhunden. Macht man ja nicht. Ne? Also, weil wir ja von klein auf beigebracht bekommen haben, Hunde und Katzen und andere Tiere, die wir nicht zum Milchkonsum nutzen, die sind einfach Tiere, ja, obwohl sie auch Säugetiere sind. Wir brauchen als Mensch genauso wenig Hundemilch, Katzenmilch, Elefantenmilch, Mäusemilch, wie wir Kuhmilch, Schafsmilch oder Ziegenmilch brauchen. Ganz nebenbei macht uns das sogar krank, weil da Hormone drin sind, auf natürliche Art und Weise, weil Milch ein Produkt ist, was den Nachwuchs zum Wachsen bringen soll. Und dementsprechend sind da Wachstumshormone drin. Und diese Wachstumshormone, die wirken sich auf unseren Hormonhaushalt aus und verändern so ein paar Prozesse in unserem Körper, regen zum Beispiel Krebswachstum an und regen Autoimmunkrankheiten an. Ich finde es total interessant, dass da in der Gesellschaft niemand drüber spricht, aber sich über Soja und Sojaprodukte der Mund zerrissen wird und dort gesagt wird, da sind Hormone drin. Und ja, in Soja sind hormonähnliche Stoffe drin, aber in Kuhmilch sind erstens nicht nur Wachstumshormone drin, die das Baby zum Wachsen bringen, sondern zweitens auch Sexualhormone, weil die Kuh jedes Jahr wieder aufs Neue geschwängert werden muss, damit das Ganze rentabel und wirtschaftlich bleibt. Und dementsprechend ist es so, dass die Kuh die meiste Zeit ihres Lebens schwanger ist und dementsprechend nicht nur in der Milch sich Wachstumshormone befinden für den Nachwuchs, sondern auch in die Milch Sexualhormone von der Schwangerschaft übergehen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man vielleicht nicht einfach hingehen sollte und diesen ganzen Quatsch sein lassen sollte, inklusive der Virtual Reality Brillen für die Kühe, damit die Kühe sich wohler fühlen, weil im Grunde genommen macht Kuhmilch uns eh krank und ist unnötig. Und von daher, lass uns mal aufhören, Kühe zu quälen und denen vorzugaukeln, dass sie ein schönes Leben haben.